machen, nämlich mein Team austauschen. Habitat geht vor. Falls nämlich nochmal eins auftaucht, dass es da eine ganz klein weggebasht wird. Ist ja immer ein bisschen mal ein bisschen dran mit dem Finger dran kratzen und schon ist das wie gut. So nach dem Motto. Töte es. Jawohl. Oh, sauer. Voll verfolgt. Level 7. Ah, vielleicht muss ich doch nicht so viel offscreen trainieren. Weil Habitat macht sich ganz gut hier. Los, Pikachu, tauch auf. Oh, Level 5. Ja, wisst ihr, jetzt kommen nur die ganzen Schwachen. Bei Glumanda, jawohl. Level 5, Level 4, jawohl. Alles wegbashen, ordentlich Erfahrung sammeln. Und jetzt kommt bei Habitat? Level 3, Level 2. Ah. Das ist so Mist. Das ist so eine Mist-Scheiße. Los, Pikachu. Level 5, oh mein Gott. Was ist das nur passieren? Nee, das muss ein Systemfehler sein. Das kann nicht sein, das geht nicht. Das kann die Level 5 Pokémon bei Habitat auftauchen. Das geht nicht, das ist... Atomara ausgeschlossen. Oh Gott. Fehler im System. Das kann so nicht weitergehen. Und ich will mein Pikachu haben. Hey, warte, warum die alle? Ja, ich will ein Pikachu am Arsch. Ist das deswegen? Ist das, da hatten wir mal eine Chance, Level 3. Ja, toll. Ist immer Kratzer, kratzt das hier mal ein bisschen an der, am Schwanz und dann, naja, Feierabend. Komm schon. Ja, setzt den schwulen Verhandschuss ein. Das hilft dir eh nicht mehr. Habe ich gesagt, ist eh schneller. Hoffe ich zumindest. Verdammt! Weißt du, das ist auch so eine Scheiße. Weißt du, ein einziger Giftstachel. Ein einziges Mal ein Giftstachel eingesetzt. Klatsch, vergiftet. Jawohl. Das ist so eine Scheiße. Oh, nimm mal Level 8. Miau, miau. So, und jetzt bitte ein Pikachu. Ein Saftkorn. Leck mich doch am Arsch. Leck mich am Arsch. Ihr kennt mich mal, euer scheiß Pikachu. Ich will es haben. Aber Glumanda killt das dann immer gleich. Ja, Habitat wurde durch Gift verletzt. Schön. Ja, das ist ja effektiv. Schön. Bis mal alle. Und Glumanda erreicht Level 8. Genau, Glumanda. So, schönes Bild verzaubern. Ja, wop, wop, wop. Mamoria City. Auf geht's ins Pokécenter. Ja, komm, wir halten deine Pokémon. Ja, alles klar. Weißt du, das kotzt ihn so an. Weißt du, denkst du, ja, Glumanda macht das schon. Der killt das nicht. Klatsch tot. Ist so zum Kotzen. Wisst ihr, das ist so zum Kotzen. So, ab geht der Peter. Ach, das ist so. Ah, das Leben ist so unfair. Jo, gehört wohl das Brasilien Trainer. Oh Gott, da bin ich ja gleich wieder fertig mit der Aufnahme. Es dauert Lichtjahre. Ja, mit Lichtern müsste man aber den Fang und in die Zeit, du Arschloch. Ja, da hat der Physik einen Unterricht mal einmal was gebracht, einmal was gelernt. Oder vielleicht war es auch bloß die Big Bang Theory. Mit der Lichtgeschwindigkeit müsste man in den Fang und nicht die Zeit, ihr Arschlöcher. Da habt ihr alle keine Ahnung. Genau, es dauert Lichtjahre. Batsch. Na, toll. Jawohl, Angriff. Schön, Glumanda. Und nochmal, und das ist eigentlich das Ende für Kleinstadt. Und das soll dann immer überleben, wenn der Angriff immer hochgepusht ist. Sandan. Auch nicht schlecht. Wäre auch vielleicht eine Idee für ein Pokémon-Team.
Und nochmal der Angriff und Glumanda pusht sie hier. Oh, es ist so arme Sohle. Und nochmal, Alter. Alter, ist das wieder geil. Ist das geil. Da kannst du deine Verteidigung hochpushen, was du willst. Glumanda macht dich jetzt so fertig. Klatsch, klatsch. Und tot. Nee? Wow. Doch jetzt die letzte Metallklaue bringt dir den Tod. Wasch, wasch. Und nochmal der Angriff da oben. Alter, ist Glumanda wieder in guter Form. Glumanda ist wieder in guter Form. Und Glumanda reicht gleich mal Level 14. Tja. Na, Lichtjahre messen die Entfernung, nicht die Zeit. Applaus, Applaus. So, und das heißt jetzt, ja, ich werde es mal probieren. Vorher kaufe ich mir ein paar Pokebälle, damit ich neben ein ganzes Geld sinnlos verliere, ohne davon irgendwie was zu bekommen. Denn das war ja Schwachsinn. Pokéball. 18 Stück, natürlich. So, dann heilen wir uns mal kurz und dann schauen wir mal. Wobei ich noch nicht glaube, dass wir es beim 8. Mal schaffen. Ne, dann müssen wir halt ein paar Versuche stoppen. Nein! 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 Verdammt! Nein, verdammt! Jetzt bin ich aus Versehen aufs Windows-Zeichen gekommen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Verdammt! Die Aufnahme ist am Arsch. Wird es sowieso sein. Hat bestimmt wieder kein Ton aufgenommen, so wie ich Fraps kenne, das blöde Drecksprogramm. Aber naja, wie immer halt. So, dann ab geht's. Ich bin Arena Leiter von Memorial City Rugga. Meine Devise ist eine Steinart Verteilung, eine feste. Ich trainiere Gesteinpokémon. Willst du mich mit mir aufnehmen? Okay, zeig mal wieder. Gut, du bist. Okay, schauen wir mal. Hat zwei Pokémon, den Kleinstein und noch nichts. So wie es auf der gelben Oma war. Ja, mit 12 gegen den Schutz. So, wenn jetzt natürlich mit Tidlau beim 8 Mal seinen Angriff hochpusht, dann haben wir eigentlich gut können. Danke dir. Das ist wichtig. Nur Angriff schnell hochpushen, Lumanda. Und jetzt die Metallklaue! Los nochmal, kleiner Mann. Scheiße. Ah, jetzt nochmal angreifen und dann ist es weg eigentlich. Trifft weiter nicht. Aus, Lumanda. Was hab ich? Danke. Los, Angriff hoch. Verdammt. Level up. Ah, fuck. Oh, es bleibt auch Rambo, setzt auch nichts ein. Metallklaue! Oh. Nein, Felsgrab! Tot. Nee. Ah, es wird langsamer. Ah, ich glaube, das ist jetzt nicht so wild. Metallklaue, mach's fertig. Ja, jetzt kommt der scheiß Klammergriff. Und nochmal Felsgrab und das Vorschläge. Ja, fuck, Taubsi schaffst du, hab ich gesagt. Ja, dann würde ich mal sagen. Angearscht. Ja, Felsgrab und verdammt. Das überlebt sie. Ja. Ach ja, der erste Versuch war natürlich wie immer. Misslungen, aber es ist eigentlich nicht ganz einfach mit Glumanda gegen Fels-Pokémon oder Gesteins-Pokémon. Von daher sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich trainiere jetzt ein bisschen Havitak. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Pokémon Feuerrot Edition. Ja, komm, Alter, leck mich mit deinen Scheißdrängen. Das ist mir eh nicht. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Pokémon Feuerrot Edition. Bis dann und ciao.